Hallo und herzlich willkommen, Genossen. Mein Name ist Dennis. Ja, heute spielen wir mal wieder eine Runde oder reden wir mal eine Runde über Live on Live. Das heißt, wir spielen live für euch und reden auch live für euch. Deswegen live on live. Und ja, mit dabei ist der Shooter. Hallöchen. Was geht ab? Shooter on Chart. Und ja, Dennis. Ja. Heute mal ein ernsteres Thema, habe ich gehört. Genau. Und Wie immer genau. bei Live on Live gibt es mal wieder ein ernstes Thema. Und zwar hat mir ein Follower auf Twitter geschrieben: Hallo, ich habe eine Frage. Da ich der einzige Deutsche in meiner Klasse bin, werde ich immer gemobbt als Scheißdeutscher. Bitte dich um Rat. Und da wir ja diese Serie haben, Live on Live, werde ich natürlich mit dem Shooter über dieses Thema reden, weil er ist Deutscher, ich bin Russe, sprich Ausländer, Deutscher, und dann kann man das Thema gut bequatschen. Klingt ja Ja. gut von beiden Perspektiven, also okay. Genau, ganz genau. Das hatten wir ja schon mal bei meinem allerersten Live on Live. Da war der Kevin dabei. Da ging es ja darum, warum man gemobbt wird oder wie man gemobbt wird, wenn man dicker ist. Und ja, Kevin ist dünn, die Stars, er wurde nicht gemobbt, ich wurde gemobbt, bla bla bla. So, auf jeden Fall, das könnt ihr euch auch noch einmal anschauen. Und bei Shooter ist heute nochmal eine richtig geile Folge, Dreier erschienen. Zeitgleich mit diesem Video, das könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Auf jeden Fall legen wir jetzt mit dem Thema hier los, das wir ja gerade angesprochen haben. Und zwar, ich würde mal sagen, Shooter fängt an, weil er der Deutsche ist. Dann kann er das Thema mal gut einleiten. Ja, also, ja, der Kollege hat irgendwie ja wohl richtig den Scheißgriff gemacht mit der Klasse. Nee, also bei uns an der Schule hatten wir das natürlich auch. Wir hatten natürlich auch Ausländer gehabt und hatten natürlich auch in der Klasse halt, was hatten wir gehabt? Bosnier, Türken, Russen, waren alles mit am Start. Aber bei uns zum Beispiel, deswegen das Thema, als Dennis mir das so gesagt hat, ich war schon echt erstaunt, dass das echt noch so irgendwie vertreten ist. Denn bei uns zum Beispiel war das gar nicht so, dass irgendwie gesagt wurde, ah, irgendwie scheiß Deutscher oder so oder scheiß Ausländer, wurde alles nicht so gesagt. Die Leute haben sich auch irgendwie nicht so getrennt, so, weißt du, wie ich meine, so nur Türken, Grüppchen nur gemacht, Deutsche. so. Ja, es waren halt nicht so Grüppchen, sondern wir haben alleine zum Beispiel halt bei uns so diese Raucherecke, wir hatten alles, da waren Türken, Kurden, Russen, Deutsche, wir waren alle da so am Chillen. Und deswegen war ich schon echt verwundert über das Problem von dem einen. Und ja, was will man da großartig machen? Also natürlich müsste man erstmal wissen, warum ist das so? Ist das nur bei ihm oder allgemein, auch bei den anderen Deutschen eventuell? Oder ist das andersrum oder beleidigen die sich gegenseitig die ganze Zeit? Das müsste man natürlich mal wissen. Und ja, was will man da großartig machen? Also eventuell mal so simple Sachen mal testen, halt einfach mal so ein Gesprächsthema irgendwie finden, auch wenn man irgendwie mit dem, wenn du zum Beispiel mit deinem Sitznachbarn einfach mal so irgendwie, weiß ich, ihr habt Mathe und du sagst einfach, ey, yo, checkst du das Thema oder weiß ich, einfach so, weißt du, so, Versuchen, Kontakte zu ja, knüpfen. einfach so simple Gesprächsthemen einfach aufzwängen oder was heißt aufzwängen, versuchen, ihn zu einem Gespräch zu verleiten oder irgendjemanden halt und vielleicht auch nicht in eine Gruppe von 10 Leuten reingehen und sagen, hey, yo, wie ist das Wetter heute oder irgendwie so, Ja. ne, jetzt so ein bisschen lustig dargestellt halt. Aber vielleicht versuchen, den Kontakt irgendwie zu finden, weil es kann ja nicht einfach so sein, dass ihr dass nichts vorgefallen ist und die sagen einfach, du bist ein scheiß Deutscher. Also ich meine, Genau. das kann ja auch nicht sein. Vielleicht einfach wirklich mal den Kontakt suchen und ja, man muss natürlich auch die Optionen offen halten, dass es eventuell nicht gut läuft, dann eventuell mal jemanden suchen, mit dem man halt darüber na, sprechen kann. Sei es irgendwie, es gibt ja bestimmt Vertrauenslehrer oder sowas, dass man mal jemanden hat, mit dem man dort reden kann. Und sollte echt alles schief gehen, weiß nicht, vielleicht mal überlegen, eine Schule zu wechseln, wo es vielleicht dann nicht mehr so ist. Klingt hart, aber es ist vielleicht Ja, dein letzter aber Ausweg es so. scheint ja wohl, dass ihn das doch irgendwie mitnimmt. Und ich kann mir das nicht so cool vorstellen, wenn man irgendwie gemobbt wird oder die ganze Zeit dumm angemacht wird, dass es Spaß macht, wenn du dann in die Schule gehst. Ich denke mal, Ja. na. Man soll ja Spaß in der Schule haben und wenn man den nicht hat, dann hat man auch keinen Spaß am Lernen. So Ja, war man, es. das Ding ist ja, wo du jetzt gerade das mit dem Spaß ansprichst. Die müssen ja dann nicht mehr Best Friends sein. Weißt du, Genau. es kann, reicht ja auch, wenn man einfach weiß, dass man mit den Leuten normal reden kann. Ne? Man muss ja nicht den ganzen Tag mit denen chillen, aber ich glaube, das ist doch schon besseres Feeling, wenn man weiß, okay, man Okay, kann der sich hat mit nichts denen gegen normal mich, unterhalten. so. Ja, das meine ich halt.
Aber wie war es so bei dir? Oder was Also kannst du ich sagen? kann aus meiner Sicht so sagen, ich war auf einer Hauptschule, sehr klischeehaft, aber es war halt bei uns so, dass wir wirklich nur zwei Deutsche in der Klasse hatten, der Rest waren Ausländer. Und ich muss sagen, ich hatte auch sehr guten Kontakt mit den Deutschen. Einer der Deutschen war sogar einer meiner besten Freunde, sogar. Wenn ich so zurück überlege, ist es jetzt natürlich nicht mehr, weil man schon lange keinen Kontakt mehr hat und so. Verliert man halt dann den Kontakt. Und ja, er war auf jeden Fall einer meiner besten Freunde und ich habe nie irgendwas davon mitbekommen. Oh, du scheiß Deutscher, oh und sowas. Bei uns gab es sowas früher nicht. Auch, keine Ahnung, an sich. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Schule du bist. Es ist ja sehr klischeehaft, dass da auf der Hauptschule nur Türken, Russen, Polen, sonst was sind. Ne? Also wirklich immer nur die Ausländer sind auf der Hauptschule. Ist ja sehr klischeehaft. Bei uns war es halt so. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf einer Realschule bist. Da sagt man ja, oh, das sind nur die Deutschen, die und paar Türken, ein paar Russen. Aber überwiegend Deutsche und auf dem Gymnasium sind dann nur Deutsche. Also wirklich sehr klischeehaft jetzt gesagt. Ich kann das jetzt nur auf die Hauptschule beziehen, dass es so dort nie war, dass man sich irgendwie untereinander beleidigt hat als scheiß Deutscher, scheiß Russe, scheiß sonst was. Wir haben einfach cool miteinander geredet. Wir hatten nicht immer den besten Kontakt, aber wir waren cool miteinander. Wir hatten keinen Stress. Und da ist auch mein Tipp einfach an dich, mein Freund. Wirklich, wie Shooter schon gesagt hat, setz dich einfach neben einen hin, mache Mathe so auf dumm und fragte mal so, ey Digga, checkst du das Thema? Ich check das überhaupt absolut gar nicht, kannst mir helfen, dies, das. Oder frag ihn einfach so, wenn du weißt, dass er zockt, jo Digga, was zockst du? Lass mal was zusammen zocken. Und dann entsteht daraus eine Freundschaft. Und wenn dann mal vielleicht eine Freundschaft daraus entstanden ist, kann man dann sagen, jo Digga, wieso beleidigen die anderen mich denn eigentlich immer als scheiß Deutscher? Ich denke mal, du wirst auch einen besten Freund haben. Das wäre jetzt mein nächster Tipp. Einfach mit deinem besten Freund darüber reden, weil ich gehe nach dem Prinzip am besten ein besser Freund als 50 falsche Freunde. Danach sollte jeder gehen. Habe ich auch schon in meinem letzten Live on Live gesagt, dass es so sein soll, dass man nicht 1000 Freunde hat und dafür sind die alle beschissen. Wirklich. Redet einfach nur mit eurem besten Freund darüber. Wenn das auch nichts bringen sollte, dann fragt einfach eure Eltern. Vielleicht haben die da einen Rat für euch. Wir können das jetzt ja auch noch aus unserer Sicht hier beschreiben, wie das bei uns war. Und mehr können wir auch nicht machen. Wir können dir jetzt nur diese Tipps geben, die wir dir jetzt auf dem Weg gegeben haben. Versuch sie mal wie sagt man? Versuch diese Tipps zu befolgen. Und vielleicht wird daraus was, vielleicht nicht. Wie Shooter schon sagte, wenn das alles absolut nichts bringt, dann ist es vielleicht wirklich hart, aber musst du wirklich die Schule wechseln. Da Ja, musst es du bringt ja dann. nichts, weil, guck mal, Dann man hat da wenn er in die einfach keinen Schule Spaß geht, mehr dann. Man ja, muss ja in der Schule guck mal, Spaß haben. wenn das echt nichts bringt, so, er geht in die Schule, weiß einfach, die Leute in dem Sinne haben keinen Bock auf ihn, machen ihn nur dumm an, sondern hat er doch gar keinen Bock, so, da Ja. leidet er dann drunter, dann leidet die schulische Leistung drunter und was bringt's ihm? Ich meine, klar, kann man auch einfach sagen, ey, lass dich so nicht unterkriegen, scheiß auf das, was sie erzählen und zieh einfach dein Ding durch und konzentriere dich auf deine Schullaufbahn. Weil, ganz ehrlich, im späteren Leben, Alter, du wirst sie kein einziges Mal wiedersehen oder vielleicht mal Genau. wiedersehen, aber mit dem wirst du nichts mehr zu tun Da haben. würdest du Aber, vorbeigehen und sagen Hallo und das war's. ja, wenn überhaupt, aber was bringt's, wenn jetzt seine Schulleistung drunter leidet und er steht dann später da und hat ein scheiß Zeugnis, kriegt keinen Job oder so, wegen so einer Sache, weißt du? Dann lieber die Schule wechseln, um einfach, ja, der hat einfach nicht so abzuschmieren, weißt du? Eben. Ja. Also wie gesagt, mehr Tipps davon können wir dir auch nicht geben. Versuch sie wirklich zu befolgen. Am besten schreib's mir noch auf Twitter, wie es dir dann geholfen hat. Ich denke mal, das wird jetzt noch ein bisschen was dauern, bis du mir schreibst, weil sowas passiert nicht von heute auf morgen, dass dann du mit einem Best Friend bist oder halt gute Brief. Freunde. Ich würde sagen, dann lassen wir uns hier mal down gehen, weil das war dann die Folge Live on Live. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich haben wir dir helfen können oder euch. Bestimmt bist nicht der einzelne Fall, dem sowas passiert ist. Ja,
Auf jeden Fall schaut bei Shooter vorbei, da ist heute ein echt witziges Video hochgekommen. Da habe ich ungefähr 300.000 Mal Digger gesagt und wir haben uns totgelacht bis zum geht nicht mehr. Ja, auf jeden Fall sage ich schon mal Tschüss, ich gebe Shooter das letzte Wort. Jo, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch, dass wir dir ein bisschen helfen konnten. Deswegen schreib auf jeden Fall Dennis, lass dich da echt nicht unterkriegen. Oder ne, falls ihr auch irgendwelche Probleme habt, könnt ihr die irgendwie auch an Dennis raushauen und wir machen immer so eine Folge. Ist auf jeden Fall echt cool. Genau. Und ja, in dem Sinne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Ciao, rein. Tschüss.